Eine leere Kuchenverpackung. Die oberen Unterteile mit einer Schere trennen. Die Ränder ein bisschen abschneiden, also ein bisschen verdünnen. Ein Teil wird dann in der Mitte durchgeschnitten. Auf den äußeren Rand dann Klebstoff auftragen. Das halbe Teil dann auf das andere ganze Teil legen, aber aufpassen, dass alles genau übereinander passt und dann trocknen lassen. Von der anderen Hälfte dann einfach den Rand abschneiden. Diesen dann als Henkel an die Seiten des längeren Teils ankleben. Und wenn dann die Klebeflächen richtig schön trocken sind und alles gut hält, kann man mit Weißleim und gerissener Küchenrolle das Ganze bekleben. Das ist wichtig, damit nachher die Farbe besser hält. Und dann alle Flächen innen und außen bekleben. Wichtig ist, immer mal zwischendurch trocknen lassen, weil man sonst nirgends anfassen kann. Auch die zusammengeklebten Ränder bekleben. Ich habe von unten nach oben gearbeitet. So sah es dann vollständig beklebt und trocken aus. Danach habe ich alles mit schwarzer Acrylfarbe bemalt. Dann habe ich mit Kerzenwachs über die Fläche gerieben, sodass ein paar Stückchen hängen geblieben sind. Und wie immer natürlich das auch schön trocknen lassen. Dann kann man das Ganze mit einer zweiten, helleren Farbe, ich habe hier beige gewählt, überpinseln. Wenn diese Farbe wieder getrocknet ist, nimmt man Schmirgelpapier und schmirgelt die helle Farbe wieder runter. So entsteht dann so ein Effekt wie abgeblättert aus. Hier die Rückseite. Zu guter Letzt habe ich alles mit Klarlack überzogen. So wurde aus der leichten Plastikverpackung eine ziemlich stabile. Ich habe das Ganze dann noch mit einer Rose geschmückt. Eine Packung Merci-Schokolade reingetan. Und das Ganze habe ich dann einer guten Freundin, die meine Steuererklärung gemacht hat, geschenkt. Natürlich kann man das zum Beispiel auch im Garten verwenden, auf dem Tisch, wo man die Bestecke reintut, Servietten oder.